Wer aus dem Ausland nach Deutschland kommt, mag sich vielleicht über den komischen Brauch mit den Tannenbäumen wundern. Jedes Jahr empfängt die Universität Mainz über 4000 Studenten aus 130 verschiedenen Ländern. Beatrice Salom-Schröder hat eine von ihnen für uns begleitet und zeigt uns, wie schwer, aber auch wie schön es sein kann, sich in einer neuen Kultur einzuleben. Tjöön studiert Politik und Germanistik und ist ganz neu in Mainz. Ja, ich heiße Tjöön, ich bin aus Südkorea. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin hier als Austauschstudentin gekommen. Am ersten habe ich gedacht, dass die Deutsche so groß war. So, im Flughafen war ich ganz allein und die waren alle groß. Am Anfang konnte Tjöön kein Wort Deutsch. Nun klappt das besser. Und obwohl sie Großstädte mag, gefällt ihr das kleine Mainz sehr gut. Aber hier finde ich eigentlich schön, weil die Leute hier sehr nett sind und man kann zu Fuß alles finden oder einfach so laufen. Was Tjöön allerdings überhaupt nicht gefällt, sind die Busverbindungen, wenn man keine Lust hat zu laufen. Der Bus fährt nur jede halbe Stunde von ihrem Wohnheim in Weisenau an die Universität. So, deutsche Bildungssystem finde ich besser als Korea, weil in Korea muss man bis Gymnasium einfach so schwierig lernen und einfach so bis Abend lernen. Aber an der Universität lernt man nicht so viel. Aber hier ist das was anderes. Ich fühle mich, dass ich etwas lerne. Die deutschen Kollegen sind nett, aber nicht immer. Also, wenn ich etwas frage, die sind sehr nett, sie antworten ganz nett und deutlich. Aber wenn ich gar nichts frage, sie sagen gar nichts. Also ich muss immer zuerst etwas sagen. In Korea verbringt man sehr viel Zeit mit Freunden und Familie und geht nicht so gerne feiern. In Deutschland hat Tjöön das anders erlebt. Normalerweise ist man hier eher für sich. Die Leute wirken kühler. An Weihnachten aber verändert sich die Stimmung und das gefällt ihr. Das Weihnachtsfest verläuft in Deutschland im Kreise der Familie. In Korea hingegen feiert man Weihnachten eher mit Freunden. In Weihnachten ist das immer ein Weihnachtsmarkt in Deutschland, aber das haben wir nicht in Korea. Das habe ich sehr schön gefunden. Mir gefällt die deutschen Süßigkeiten, wie zum Beispiel Schokoladen und Kuchen sind hier sehr lecker. Vergleiche mit koreanische. Ja. Ich hätte gern ein Bratwurst. Ohne Senf ist das schwer zu essen. Das ist ein bisschen salzig. Ja. Deutsche Wurst. Mein Arzt hat gesagt, ich habe einen Hochblutdruck bekommen, weil ich zu viel Salz gegessen habe. Alles in allem hat sich Tjöön ganz gut eingelebt. An einer Sache kann sie sich allerdings nicht gewöhnen. Ich finde das deutsche Wetter ein bisschen scheiße, weil man immer ein Regenschirm mitbringen muss. Also man weiß nicht, wenn es regnet wird oder nicht. So, diese Wettervorschau ist, die lügt immer. Trotz der Schwierigkeiten, die Tjöön überwinden muss, gefällt ihr Deutschland sehr gut. Sie möchte hier weiter studieren und vielleicht sogar eines Tages arbeiten.